herzlich willkommen zu meinem 25. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen, Windows-Grundkompetenzen. Ich zeige dir, wie man den sogenannten Detailbereich im Windows Explorer sich anzeigen lassen kann. Ich habe hier den Windows Explorer geöffnet. Das ist hier der sogenannte Detailbereich. Ich habe hier mehrere Einstellungen, Änderungsdatum, Typ und so weiter. Und wo kann ich das einstellen, dass ich das mir anschauen kann? Ich bin da herinnen, jetzt in dem Fall bei Start, gehe auf Ansicht und habe hier mehrere Ansichtmöglichkeiten. Ich könnte hier zum Beispiel extra große Symbole mir anzeigen lassen, dann eher kleiner, kachelig und so weiter. Und große Symbole, wenn ich hier aber dann Details auswähle, habe ich hier dann den sogenannten Detailbereich. Wenn ich hier rechte Maustaste nehme und dann auf Ansicht gehe, kann ich hier ebenfalls die gleiche Einstellung dann vornehmen. Und ich könnte dann natürlich auch wieder die alte Ansicht mir hereinholen, zum Beispiel extra große Symbole oder doch eben die Detailansicht. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.